Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Boyata. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Er bringt den Ball nicht raus. Er kann sie in Führung bringen. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist er. Ah, ganz kurz, sie kommen jetzt. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen. Er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Ah, den muss er besser erklären. Jetzt die Chance. Und er schießt. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Eck in den Strafraum. Weiter gefährlich. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Befreiungsschlag. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Tja, wir sehen es an den Ballbesitzzahlen. Die Gastgeber machen im Moment, was sie wollen. Die haben alles im Griff. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können, dann gibt es auch die Führung. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Sie spielen steil, gefährlich. Aber dann machen sie am Ende doch nichts draus. Andreas Koff-Olsen. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Hans Wanacken. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Der FC Brügge dürfte ziemlich motiviert sein durch den jüngst erzielten Auswärtssieg, als man gegen den KV Ostende spielte. Dieses 5:0 wird der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen gegeben haben. Und ja, daran knüpfst du dann normalerweise auch an. Ich setze erneut auf den Sieg, vielleicht nicht ganz so hoch. Ah, fast das Tor. Hans Wanacken. Ball ist erstmal weg. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Das ist der Pausenpfiff nach der ersten Hälfte. Alles ausgeglichen. Die Gastgeber müssen noch was tun. Es steht unentschieden.
Sie sind eigentlich die Mannschaft mit der besten Offensive, aber das hier war nicht ihre erste Hälfte. Noch heißt es Remis, noch steht da die Null, die ungewohnte Null. Sie müssen noch zulegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie können das. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Ah, ganz kurz, sie kommen jetzt. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Tor. Und er schießt. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment, großes Kompliment an den Torhüter. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Die Chance jetzt. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Spiel geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Der Ball erstmal abgefangen. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird. Aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Chance zum Konter jetzt. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Sicher zurückgespielt. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement und deshalb nur unentschieden. Vielleicht können sie jetzt was aus diesem... Da ist die Führung und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Und dann ist der Ball weg. Ball ist beim Keeper. Manaken. Jack Hendry. Manaken. Jetzt wird's gefährlich. Guter Spielaufbau. Die Chance hier. Gehalten, aber weiter aufpassen. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Und jetzt hat er den Ball. Den kriegt der Torwart.
Van Aken. Er erzwingt den Ballverlust. Immer noch dieses Remis, aber noch wäre hier Zeit für den Siegtreffer. Schön zugemacht. Sechs Minuten haben wir hier noch. Die Chance auf den Konter. Ball wird abgefangen. Jetzt kann das Tor fallen. Erstmal geblockt. Spielt den Ball zum Gegner. Gefährlich. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Ja, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Sie wechseln also aus. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Jetzt steht es fest, einen Sieger hat dieses Ligaspiel nicht. Es bleibt beim Unentschieden. Gerechtes Resultat, Wolf. Beide haben sich...
Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Heute übertragen wir für Sie. Hier ist die Aufstellung von Belgien. Torhüter ist Koen Castells. Juri Thielemans steht mit Kevin De Bruyne auf den zentralen Positionen. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer zu Beginn. Drei. Gute Chance. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Die Chance für Williams. Partey. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Da kommt die Flanke. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Kein Ergebnis, das Ihnen gefallen. Wir melden uns aus dem BC Place. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante. Von dem wissen wir ja, wenn der den Pass bringt, dann wird's gefährlich. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Außen hätten sie jetzt Platz. Williams. Da ist die Chance. Ball bleibt hängen. Angriff erstmal zu Ende. Da ist die Hereingabe. Da hat er die Chance. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Sie bringen den hohen Ball. Der Angriff könnte was werden. Super gehalten. Ui. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure.
Tolle Stimmung, hohe Erwartungen und zwei Mannschaften, die diese hohen Erwartungen eigentlich immer erfüllen. Wir sind live dabei bei dieser Partie Standard Lüttich gegen Club Brügge. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Standard Lüttich gegen Brügge. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Da ist die Chance. Den hält er natürlich. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Ah ja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr, dieses Knipsen, dieses Bodenmachen. Vielleicht die Führung jetzt. Er trifft. Und damit bringt er sie hier früh in Führung. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kaltschnäuzig. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh, Ballverlust. Da sind Mitspieler frei. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Vanaken. Guter Vorstoß, kann was werden. Hans Vanaken. Die Chance jetzt. Die Torgefahr in Person, da zeigt er es wieder. Nächster Treffer, Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Tor im 1 gegen 1, wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für Sie. Außen ist Platz. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Kein Problem, ganz sicher. Ecke wird kurz ausgeführt. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Da oben, der vorne den Ball. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. 2-1, hier ist noch alles drin.
Van Aken. Da lassen sie den Ball gut laufen. Und an diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Hans Van Aken. Jetzt vielleicht. Ball ist im Tor, aber die Fahne ist oben, abseits. Richtige Entscheidung, Wolf, das war abseits. Ah, da lag das Tor wirklich in der Luft. Aber so ganz hat das Timing dann doch nicht gestimmt. Abwehr muss so langsam aufpassen, weiter dieses Dribbling. Schöne Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Er geht in den Strafraum. Erstmal gehalten. Bekommen sie noch eine Chance. Er kommt noch an den Ball. Ecke kommt. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Wir kennen sie im Sturm als unglaublich effektive Mannschaft. Heute zeigen sie das wieder mal. Zwei Tore gemacht. Und so kommen dann auch die Erfolge. Sie führen, sieht zur Pause alles gut aus. Durchgang 2 hat begonnen. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. Kann jetzt über den Flügel kommen. Da haben sie die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Sie können sich da hinten befreien. Hans Van Aken. Jetzt kann da was entstehen. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Jetzt die Ecke. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Gefährlich. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. In den letzten Minuten sind die Gäste hier natürlich eindeutig tonangebend, wenn es um den Ballbesitz geht. Und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich der nächste Treffer fällt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Hätte gefährlich werden können, war es dann aber eigentlich doch nicht. Schönes Pressing jetzt. Unnötiger Ballverlust. Viel Erfolg.
Abwehr muss aufpassen. Gefährlich jetzt. Das macht er stark. Da kann er erst mal klären. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Wichtiges Tackling hier. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Pfiff sorgt erstmal für Erstaunen abseits. Gleich wird hier ausgewechselt. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Schön dazwischen gegangen. Ganz energisch. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn. Gleich war es das hier in dieser Begegnung, in der aktuell noch eine knappe Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Sieht gut aus, Wolf. Ein Tor Führung. Es ist knapp, aber sie machen einen hervorragenden Eindruck. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist da. Die können das schaffen. Jetzt können sie es entscheiden. Und er behält hier die Übersicht und macht das Tor. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. "3:1" heißt es also jetzt. 2 Minuten werden nachgespielt. So, Schlusspfiff. Hier passiert nichts mehr. Damit steht es fest, die Gäste haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm, deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus.
Beide wollen gut einsteigen in die diesjährige UEFA Champions League. Beide wollen den optimalen Start. Wir sind natürlich live für Sie dabei beim Spiel Club Brügge gegen Dynamo Kiew. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Brügge gegen Dynamo Kiew. Ja, mit viel Übersicht. Und er schießt. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ball ist erstmal weg. Gute Aktion jetzt. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Jetzt der Eckball. Bekommt er den Ball raus? Könnte der Ausgleich werden? Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Gib doch mal deinen Tipp zu dieser Gruppe ab, Buschi. Manchester United muss man immer auf dem Zettel haben. Die gehören schon so lange zur absoluten Weltspitze. Und auch Real Madrid sehe ich weit vorne. Nicht nur, was diese Gruppe angeht. Für mich ein Kandidat mindestens fürs Halbfinale. Oh, warte, was für eine Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Vanaken. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Weiter gefährlich. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ah, das könnte es sein. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja. Ja, das ist natürlich leicht. Niemand da, alles offen. Das ist kein Problem. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt sind sie hier davon. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz. Schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. 2-1, hier ist noch alles drin.
Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Vielleicht der Ausgleich. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Schlussphase in diesem ersten Durchgang. Die Gastgeber sind hier im Moment knapp vorne. Sie machen viel richtig. Das ist ein verdienter Spielstand aus meiner Sicht. Ein Tor Führung. Sie stehen gut, setzen sich durch. Ein ums andere Mal. Wenn sie auch nach der Pause so konzentriert auftreten, dann gehen sie hier einem Sieg entgegen. Er hat die Chance. Er geht daneben. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Er geht schön dazwischen. Vielversprechender Steilpass. Da holt er den Ball zurück. Und jetzt der Schuss. Der ist drin. Es steht unentschieden. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande. Und so fällt dann auch das Tor. Trainer wird sauer sein. Alles wieder offen hier. 2-2. Und dann ist der Ball weg. Vielleicht die Konterchance. Schöner Steilpass. In der Szene schön zu erkennen, wie ihre Strategie aussieht. Schnelle Pässe, viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Sie bieten sich an. Viel wurde über ihn diskutiert und die Frage war, ob er den Verein wechselt. Jetzt sind die Diskussionen erledigt, er wird wechseln. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, der darf sich glücklich schätzen. Hans van Acken. Guter Zweikampf. Es gibt ein Tor im Old Trafford. Wir gehen kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Real Madrid. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind hier... Und er schießt! Ganz sicher. Es wird jetzt hier gewechselt. Ja, kurz ausgeführt. Ball in Seitenhaus geklärt. Sie bekommen den Einwurf. Gibt den Ballbesitz ab. Könnte den Konter geben. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Vielleicht die Führung jetzt. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute.
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. So, geht hier noch was oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Kai Larin. Schöner Pass. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Super gemacht. Gute Verteidigung. Es gibt ein Tor im Old Trafford. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Real Madrid. Torschütze ist Riyad Mahrez. Ein Tor nach einem richtig schönen Dribbling. Ja, am Ball ist das einfach ein unheimlich starker Spieler. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 80 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Roman Jaremczuk. Ja, guter Pass. Den spielt er steil. Der Ball ist drin. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Ja, mit viel Übersicht. Ganz gefährlich. Mit diesem Tor haben sie es. Daran zweifelt hier jetzt keiner mehr. Sie führen deutlich, haben hier alles im Griff. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Da kommt der Schlusspfiff. Am ersten Spieltag der UEFA Champions League können Sie also gleich mal einen Sieg einfahren. Genauso wünscht man sich das natürlich. Optimaler Einstieg, darauf kannst du aufbauen. Das gibt jede Menge Selbstvertrauen und das brauchst du auch.